Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Geiles Blech. Ich muss mal kurz ein bisschen bewegen, damit irgendwas Interessantes passiert. Aber nein, ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer zu stellen und ja, er läuft. Okay, gut. 17 Minuten, go, go. Ja, ich bin immer noch... Also ich stelle mir den Timer sowieso immer früher, weil ich das sowieso nicht mitbekomme, dass der Timer abgelaufen ist. Weil ich ja kein lautes Geräusch haben will oder sonst irgendwas. Und dann ist das halt nur so ein visuelles Blinken, was ich dann sehe. Und das fällt mir relativ wenig auf, wenn das unten auf Gamepad-Ebene ist. Aber egal. Meine Probleme, nicht eure. Ja, beziehungsweise eure schon, wenn dann am Ende wieder ein ewig langer Part rauskommt und ich zu spät zur Uni komme und ach, egal. Kriegen wir alles hin. Müsste aber passen. Oh mein Gott. Okay, wie komme ich jetzt wieder raus? Okay, alles klar, es kommt wieder. Das wäre jetzt auch gewesen. Bist du an einem Maxi-Pilz interessiert, der dich wieder fit macht für nur 100 Stück Münzen, das Stück? Ja, komm, nehmen wir mit. Brauchst du vielleicht noch mehr? Man weiß ja nie, ob nicht ein harter Bosskampf direkt hinter der nächsten Ecke wartet. Alter. Was, ich habe so viele Karten? Okay, cool. Hi. Okay. War ja total easy, das hier aufzumachen. Ich cheater, ich cheater. Oh Gott. Okay, ich will die mithaben. Ich will die mithaben, ich will die mithaben, ich will die mithaben. Okay, die hier, oder? Ich hab's mir diesmal einfach nicht gemerkt. Ich habe einfach die Röhren direkt verfolgt. Und... Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur noch Karten loswerden, ja. Ach Mann. Und das noch möglichst schnell. Hilfe. Okay. Doppelpüschen. Ja, weg damit. Einfach püschen. Weg damit. Ja. Noch fünf. Hilfe. Das werfe ich weg. Wurfhammer. Ja, weg. Ich hoffe, die Karten verschwinden jetzt nicht, während ich weggucke. Hüftpushen mal zwei, immer noch mal weg. Und dann nehmen wir einfach hier den Rest mit. Okay. Nein! Die Karte will ich haben. Das werfe ich weg. Hilfe! Moment, ich weiß, was ich wegwerfe. Warum habe ich das gerade eben nicht gemacht? Weg mit dem Schweif. Die verwende ich sowieso nicht. Achso, gut, ich komme automatisch raus. Alles klar. Gut. Tür zu, Tür geschlossen. Tür mit X versehen. Pech, möchte ich es nennen. So, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier oben auf uns wartet. Ich müsste eigentlich irgendwo speichern können, oder? Wenn jetzt ein Bosskampf direkt um die Ecke ist. Die Kiste sieht ziemlich stabil aus. Selbst ein Schlag mit dem Hammer macht ihm wohl nichts aus. Du musst wohl eine andere Technik anwenden, wenn du die Lösung an Reverse heften möchtest. Ans Reverse. Moment. Sagt das die Kiste? Oder sollte hier irgendwo Fabian erscheinen? Ich bin verwirrt. Minimal. Aber gut. Ja, Hi Toad. Yeah! Hey! Willkommen im Leuchtturmkumpel. Ich bin der Leuchtturmwärter. Ich will die Dunkelheit erleuchten, aber das Licht geht nicht an, weil es einen Stromausfall gibt oder so. Ich weiß ja auch nicht, ich bin kein Elektriker. Hoffentlich löscht diese Dunkelheit nicht auch das Licht in meinem Leben. Herzen. Warum können wir nicht mal jemanden treffen, der einfach nur ganz normal ist? Keine Sorge, der Leuchtturmwärter. Wir bringen das Licht schon wieder in Ordnung. Wahnsinn, Leute! Was würdet ihr für mich tun? Das würdet ihr für mich tun? Dann werde ich euch auch helfen. Das wird euch vorm Hocker hauen. Dann zeige ich euch, ta-da-da, die Reverse-Welt. Tja, was soll ich sagen? Wir, wissen schon Bescheid. Da ist eine seltsame Röhre, oder? Und sie führt uns in diese andere Welt, richtig? Oh, das wusste ich also schon. Also, ja, diese abgefahrene Röhre führt in die Reverse-Welt. Wenn ihr den Leuchtturm verlasst, erwarte ich euch am Wasserfall. Macht Sinn. Noch eine Reverse-Welt.
Verrückt, aber man kann auf abgelegenen Inseln mitten im mysteriösen und fast unerforschten Ozean alles findet. Finden, egal. Tja, meine Intuition sagt mir, dass wir uns diese Reverse-Welt einmal ansehen sollten. Vielleicht finden wir einen Weg, das Licht wieder einzuschalten und gelangen endlich zur Schatzinsel. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Jo, so, wir sind mal gespannt. Ein Glück gibt es einen Speicherblock. Hier irgendwo bei der Reverse-Welt hatte ich ihn, glaube ich, gesehen. Also zumindest bei der Röhre, bei der Röhre zur Reverse-Welt, so. Ja, und dann können wir weiter. Hoffentlich. Mal sehen. Okay, gönnen. So, das müsste jetzt eigentlich die Folge für Donnerstag sein, richtig? Ich hoffe es einfach. Hi, Tybi. Warum bist du eigentlich so geknickt? Hey, Mario, lange nicht gesehen. Ich habe die Toads gebeten, den Weg zur Reverse-Welt freizugeben. Aber ich muss dich warnen, die Reverse-Welt ist ein gefährlicher Ort. Und danke dafür, dass du mir mit dem Leuchtturm hilfst und so. Viel Glück, Mann. Warum ist er so geknickt? Viel Glück, Mario. Sei vorsichtig in der Reverse-Welt. Du versuchst uns zu helfen? Lasse ich dich durch. Wenn du versuchst uns zu helfen, oder? Ich... Irgendwie lese ich nicht richtig. Yay, Hüpfpuschen. Das hat sich total gelohnt. Ich muss mal Billigkarten einsetzen. Ich bekomme viel zu viele. Okay, gut, dann verschwinden wir einfach mal. Glück, 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 glück. Okay. Sieht episch aus wie immer. Warum habe ich in der normalen Welt keine Treppe? Das wäre so schön. Nein, das reicht gar nicht. Stimmt, das ist ja ein Stapel. Verdammt. Ich habe nicht drauf geachtet. Wie viele seid ihr noch? Mehr auf jeden Fall. Okay. Dann nehme ich einen Sprung. Und normale Hüpfpuschen, die ich weggeworfen habe. Ist das nicht schön? Gut. Sind ja nur noch 9 drauf. Ich muss noch nicht mal perfekt machen. Oh, es hat nicht gereicht. Okay, ich muss perfekt machen. Excellent. Woohoo. So, und jetzt noch auf den. Es tut mir schon ein bisschen leid für die Kopfschmerzen, aber es muss sein. Also, ich entschuldige mich beim Woohoo. Versteht sich. Nicht bei euch oder bei euren Nerven. Nein. Okay, hier ist nichts dahinter. Ich sehe zumindest nichts. Ach man, warum gibt es diese Knochen trocken? Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. Die Übertaktik gegen diese Viecher gefunden. Einfach auf ein erhöhtes Podest stellen und sie von oben niederknüppeln. Ja. Das ist die Taktik. Sie funktioniert. Was soll ich sagen? Hier geht's weiter? Ach so, ja, klar. Bitte lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Ist hier wieder irgendwas versteckt? Hier hinten? Ah, sieht nicht so aus. Okay, alles klar. Wir mussten einfach nachgucken. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Hier unten ist wieder kein Wasser. Aber ein farbloser Fleck. Und da kann ich nicht direkt drauf jumpen. Das ist Nerven. Ich hätte ihn von oben anknüppeln sollen. Das wäre die Idee gewesen. Aber jetzt habe ich verkackt und... ja. Doppelsprung, Doppelhüpfpuschen, Doppelhüpfpuschen. Doppelsprung. Reicht. Wenn ich nicht verkacke. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ach ja, ich muss die Folgen noch hochladen. Ich habe nicht aufgepasst. Genau. Moment, komme ich da immer noch rechtzeitig? Ja. Ja gut, dann mache ich einfach normal lang heute. Scheiße. Mist. Nicht aufgepasst. How to calculate your Ankunftszeit to the work. Yay.
Egal, gut, dann komme ich halt knapper. Sollte aber immer noch passen. Egal, hat nichts mit Paper Mario zu tun, also. Mist. Okay. Doppelhochhammer. Reicht leider nicht. Nehmen wir mal Hüftpushen und Doppelhochhammer. Ich bin gespannt. Hüpfpushen, zeigt eure Kraft. Das reicht gar nicht. Yay. Und exzellent. Smash. Das Problem ist, der eine Buhu ist immer noch da. Und das war ziemlich knapp mit dem Blocken, möchte ich mal anmerken. Aber egal. Gut, wir haben wieder mal eine Karte mehr ausgegeben, als wir gebraucht haben. Aber egal. Wurfhammer. Den haben wir ewig nicht eingesetzt. Huh! Batsch, batsch, batsch. Vergesse ich immer wieder, dass er eigentlich 3 Schaden macht. Der ist eigentlich richtig cool. Und noch eine Buhu-Karte. Müssen wir jetzt eigentlich mal einsetzen. Oh, Shy Guy, was Oh, ho, ho. Es klingt sicher seltsam, aber ich mag diese Wand. Sorry, Shy Guy. Ich möchte nichts sagen, aber... Okay, wo bekomme ich hier so einen Entfaltungsblock her? Frage Nummer 1. Es tut mir wirklich leid. Okay. Sorry, Shaika, ich habe deine Wand zerstört. Ich werde dich niemals vergessen. Wand. Ewige Rache sei dein, Mario. Oh mein Gott. Wie wir einfach alles zerstören, was den Leuten lieb und heilig ist. Das ist nicht nett, möchte ich sagen. Ja. So, wieder zurück in die Normalo-Welt und, ja, gucken, was da abgeht. Ach, Mann. Wir zerstören den Leuten einfach ihr Lieblingsteil-Gedöns. Sehe ich da eine Silhouette im Wasserfall? Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen, aber der Wasserfall ist eine Sackgasse. Das muss, ich muss mich getäuscht haben. Moment. Ich will aber trotzdem rein. Wie komme ich da rein? Jetzt vielleicht ausschneiden? Gut, ich dachte, ich hätte es. Ich habe es noch nicht. Die Frage ist, was muss ich tun? War ich nicht jetzt schon überall und konnte ich jetzt nicht... Hä? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Hier konnte ich doch gar nichts mehr machen. Oder kann ich nach oben anpinseln? Sprungschlag geht nicht. Hä? Also das ist der dazu gehörende Entfaltungsblock. Ich habe noch keine Ahnung, wie man da dran kommt. Und auf die andere Seite, hier können wir auch noch nicht. Aber hier ging es doch auch nicht weiter, oder? Bin ich jetzt gerade ein wenig bedeppert. Hier geht es nicht weiter. Oder muss hier eine Brücke bauen? Nee. Ha! Ich bin verwirrt. Fabian? Sehen wir uns den Wasserfall in der Originalwelt an. Vielleicht hat sich hinter dem ja auch etwas verändert. Ja, hat sich etwas verändert, aber wie komme ich da dran? Ha! Ich habe Ausschneiden probiert, ich habe Gegenlaufen probiert.
Vielleicht muss ich länger gegen... Ah, ich sehe es. Jetzt falten wir den Pass sofort. Das war sowas von klar. Oh mein Gott. Ich wusste es, die Lianen kommen irgendwann nochmal zu ihrer Glorie. Da ist eine Art Block hinter dem Wasserfall. Könnte das der Schatz sein? Nein. Tut mir leid, ist es leider nicht. Ach ja, Yay, eine Münze. Was für ein Schatz. Na, das war's ja. Eine Münze. Da war eine einsame einzelne Münze drin. Ich will mich nicht beschweren, aber das kann man wohl kaum als Schatz bezeichnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Punkt. Kann ich nichts anderes sagen, das stimmt. So, jetzt... Fuck! Nein! Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder außen rumlaufen. Okay, kein Problem. Ich liebe es, durch die Gegend zu laufen, wenn ich den Weg eigentlich schon 5-mal abgelaufen bin. Aber okay. Nehme ich hin. Eigenverschuldung, also. Passt schon. Doof! Na gut, jetzt habe ich wenigstens auch nochmal selbst mir bewiesen, dass da unten kein Weg existiert, nochmal nach oben zu gehen. Es ist okay. So. Jetzt, was machen wir genau mit dem Entfaltungsblock? Wenn wir dann wieder zurücklaufen müssen und da irgendwas in der Originalo-Welt, in der Normalo-Welt machen müssen, dann... What? Was für ein Jam! Oh mein Gott! Ich bin begeistert. Okay, Hüftpushen, go und... Ach komm, Doppel-Eisensprung, dann dürfte der down sein. Dir ist zu warm? Gleich nicht mehr! Achso, das ist ein Eisbruder, genau. Und das macht irgendwie sehr wenig Schaden. Und angeblich ist meine Zeit wieder abgelaufen, das ist auch ganz richtig so, aber egal. Ich mache jetzt einen normal langen Part raus, tut mir leid. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache kürzere Parts und sonst irgendwie und was. Stimmt leider nicht. Okay. So, was machen wir jetzt gegen den? Nehmen wir einfach mal 2 große Hämmer. Das dürfte reichen. Okay. Ultra Smash und er ist weg. Okay. Ja gut. hatte ich geplant. Könnten vielleicht 2 auf einmal kommen. Das wäre sehr viel angenehmer und dann müsste ich nicht so viel kämpfen. Oder so auf den Statusbildschirm, den Startbildschirm von einem Kampf sehen. Egal. Probieren wir jetzt einfach nochmal ein Perfekt und wenn es nicht reicht, dann... Dann perfekt halt. Egal. Keine Ahnung, ich wollte bestimmt irgendwas Episches sagen, aber die Worte in meinem Kopf haben plötzlich keinen Sinn mehr gemacht. Bitte beide auf einmal. Natürlich nicht. Okay, gut. Okay, dann wählen wir mal wieder unseren großen Hammer aus. Erfreuen uns an seiner Stärke und ja, hämmern wir einfach drauf. Excellent! Perfekt! Yay! Bevor der andere überhaupt richtig gestorben ist, knüppeln wir auf seinen Kumpel ein. Okay. Also ich würde sagen, Ziel 1 erreicht. Wir haben weniger Karten. Ziel 2, schlechte Karten verlieren, nicht erreicht. Nehmen wir mal abgenutzte Sprünge. 5 dürften vielleicht reichen. Klimawandel voraus! Ich hoffe einfach, dass 5 Sprünge ausreichen. Boah, das könnte knapp werden. Oh, wenn ich sowas mache, dann auf jeden Fall. Noch 2. Okay, noch einer. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Perfekt, tut. So, schnell alles einsammeln. Yay.
Stuff, Zeug, alles. So, jetzt können wir diesen Entfaltungsblock aktivieren. Und erfreuen uns daran, dass wir jetzt 20 Sekunden Zeit haben, irgendwas zu tun. Geschafft. Brücke gebaut. Alter, perfekt. Was sagt der Shy Guy dazu? Ist das nicht eine wundertolle Brücke? Wand? Welche Wand? Diese Höhle ist atemberaubend. Wenn du meinst, okay. Was? Der ist nicht tot? Warum? Ach so. Oh. Okay, das erklärt's. Ich frag nicht nochmal. Die Frage ist, was tue ich jetzt dagegen? Seensprung und Doppelsprung. Ja. Go, go, Mario! Yay, excellent. Ich hatte mir gehofft, dass das mehr Schaden macht. Es ist, Hat er mir Farbe geklaut? Keine Ahnung. Er soll gefarbhammert werden. Alter, das muss echt mega wehtun. Das ist ein kompletter Eisenhammer. Bums, bums, bums. Zumindest auf dem Bild. Und noch eine Buhu-Karte. Ich muss die mal einsetzen. Ich frag mich echt, was die tun. Okay, hier ist nichts dahinter. Gut, alles geklärt. Wir können hier weiter. Hier ist nichts zu holen. Warum bin ich da einfach reingelaufen? Ich weiß es nicht. Das ich aktiviere einfach mal ein Buhu. Mal gucken, was er tut. Und dann nehmen wir zwei Hochhammer. Ja, nehmen wir mal zwei Hochhammer. Wir nehmen Wurfhammer und zwei Hochhammer. Und wir färben nochmal den Buhu ein. Damit der irgendwas Interessantes tut. Keine Ahnung. Vielleicht macht er uns unsichtbar oder sowas. Bläh. Alter, der hat den direkt weggesmashed. Bums, bums, bums. Okay. Dauert zum Glück nicht lange. Yay, excellent. Also beim Hochhammer ist es wirklich extrem einfach, einen excellent hinzubekommen, oh mein Gott. Und Rums! Eine Münze. Perfekt. Ja, gut. Das ist ganz schön wenig Farbe gewesen, die ich bekommen habe, aber okay. Mir geht langsam rot aus. Warum? Und danke, dass ihr nicht runtergefallen seid, Münzen. Ich wäre euch hinterhergesprungen und dann hätte ich den ganzen Weg wieder laufen müssen. So, ist hier irgendwas Interessantes? Nein, 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 nein. Alter, lass mich. Das ist schon wieder 10. Ach, da, genau. Ach ja, wir sind schon wieder bei 23 Minuten, wenn das. Ja. Ist das nicht schön? Das ist total schön. So, jetzt nehmen wir einfach mal einen Hammer und wir nehmen einen Hüftpushen-Sprung. Ich habe keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Uhuhuhu. Ja, du mich auch. Machen wir es einfach so. Smash! Oh, hat nicht gereicht. Und excellent. Perfekt. Bams. So, und jetzt auf den noch und alles ist gut. Juhu! Jetzt bekomme ich hier Zeug und da oben kann ich was anpinseln und da ist ein Block. Okay, alles klar. Originalwelt, wir kommen gleich. Wieder. Denke ich. Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Danke.
Ja gut, das müssen wir im nächsten Part machen. Okay, ich muss jetzt noch einen aufnehmen. Ich habe jetzt die Zeit dafür. Ja, danke. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder das Let's Play Paper Mario Color Splash. Bis dahin und ciao, ciao.